So, jetzt bin ich wieder. Auf jeden Fall, weil ich muss immer die Parts zu splitten, habe ich keinen Bock, alles zu bearbeiten. Das dauert einfach zu lange. Ja, was ich zu sagen habe, ein Diener des Bösen, der aus dem Wüste kam, hat mich verflucht. Ja, Video! Pony. Das Böse in Menschengestalt setzt seine diabolischen Kräfte rücksichtslos ein, um Zugänge zum Heiligen Reich zu erlangen. In diesem Heiligen Reich wohl das Driftkor, weiß nicht, ein mächtiges Relikt der Götter und wartet auf den, der seine Kraft zu nutzen weiß. Vor tausenden von Jahren, mit der geilen Melodie, stiegen drei Götter aus dem Chaos der Gezeiten empor. Die Göttin der Kraft, Dario, die Göttin der Weisheit, und Farkori, die Göttin der Zukunft. Körpers schuf sie unsere Welt. Arius, sie schenkte der Welt die Gabe der Weisheit. Farukuri, sie spendete Leben und schuf sämtliche Formen des Daseins. Geile Götter, dann hat so irgendwelche Statuen. Magic! Als die Tarn verwandt, überzogen die Götterin weg. Trikos Symbol kaufte heute von den Städten auf. Seither ist das Tiro ein Zeichen der göttlichen Prophezeiung. Das Relikt der Götter ruhen nun im Heiligen Reich. Jetzt geht's also. Niemals darf es der Teufel aus der Wüste gehen, um diese Macht des Trifog zu erringen. Nie darf der das Böse in seinem Herzen trägt, das Heilige Reich betreten. Der Dämon, der den Fluch auf mich legte und mir die Kraft raubte, mein Ende nahe. Das Böse lag an meinen Wurzeln. Obwohl du den Fluch gebrochen hast, kommt deine Hilfe zu spät. Ich bin zum Sterben verdammt. Meine Zeit ist vorüber, doch trauere nicht um mich. Mein Auftrag war, dich einzuweihen in die Geheimnisse von Hyrule. Du bist das Landes letzte. Suche dort die Prinzessin auf, denn sie teilt das Schicksal. Dein Schicksal, nimm diesen Stein an dich. Wer war das? Es war das begehrte Geher des Mannes, der mich mit dem Fluch belegte.
Amos hat dir diesen heiligen Stein des Waldes vertraut. Die Zukunft liegt in deinen Händen. Ich weiß, du hast die Kraft. Navi, hilf Kuru, meinen letzten Willen zu verwirklichen. Du hast die Worte des Dekobaums gehört. Nun kannst du Hyrule retten. Lass uns also zum Schloss aufbrechen, Kuro. Leb wohl, weißer Dekobaum. Schade um den alten Baum. Ich hab ihn aber so gemacht. Kuro. Oh nee, nicht du Hippie schon wieder, verpiss dich! Und du kannst natürlich wieder so einen schwulen Schaffel da. Mach mal, was das. Dann sag ich nicht mehr raus. Ey, Godo, was hast du mit dem Ding? Was hast du getan? Der Dekobo, er ist tot. Wie kommst du, dass du tun? Das ist alles deine Schuld. Ja, jetzt lauf ich mein Bein auseinander, einfach nur weg. Ey, woher will Arthur überhaupt wissen, dass ich den Dekobo gekillt habe? Erstens, er weiß zweiten Geist. Und der war noch nicht mal da vorne, also leck mich, ich halt die Schnauze. Was? Mal kurz 5 Punkte holen gehen. Was? Danke. Kommt gar nichts raus. Ich weiß nicht, warum ich jetzt diese ganzen Punkte sammle. Das liegt einfach nur daran, weil das Schild auch im Arsch gehen kann. Deswegen brauche ich auch bald wieder. Mann. Das ist ganz traurig. Arschlampe, was geht? Ein Schild! Ja, Mann, ein Schild! Scheiße! Ein Schild! Ein schönes Schild. Papiers. Scheiße. Jetzt geht's weiter. Oh, du verlässt uns? Oh nein, ist schon wieder die. Ja, wie ich gucke. Ja, wie so ein Hippie, ne? Ich wusste, dass du den Wald eines Tages verlassen würdest, Kodo. Denn du bist anders als meine Freunde und ich. Sicher hast du deine Gründe. Versprich mir, dass wir immer Freunde bleiben, ja? Was umarmt sie da gerade? Ach so. Ich möchte, dass du mein Okaria an dich nimmst. Magic, was ist das? Ich weiß nicht, was es ist. Ein angebissenes Selbstbild oder was? Die Feen-Orakel, die sich ein Andenken entzünden. Oh. Im Gegensatz dazu kannst du sie auf den Ruder platzieren. Mit A und dem C-Knopf spielst du eine, die mit B kannst du auf ihren Neubeginn. Sie bedeutet mir sehr viel, wann immer du sie spielst, solltest du an mich denken. Okay, Schnappe, hau rein. Ciao.
So, los, geh weg. Ja, wie nett, ey. Einfach rückwärts weglaufen. Und jetzt wegrennen. Du hast sie vergrault. Ich find's voll nicht nett von dir, weißt du das? Nein. Na, guckt sie jetzt doof, ne? Ganz allein. Hoffentlich kommt jetzt ein Wolf und die wird aufgefressen. Lindische Stampy. Wir sind dann mal nicht so. Wir machen. Bitte mal mit. Hört ihr mir was? Na egal, kommt. Hab's denn ja gedacht, episch. Na egal, ich bin jetzt ein Krieger. Seid willkommen, du bist bereit, Kodo. Alter! Es scheint, dass du die Zeit gekommen ist, da dein Abenteuer beginnen soll. Das, was hinter dir liegt, war ein Spaziergang im Vergleich zu dem, was dich erwartet. Doch sei tapfer. Du verlierst nie den Mut. Oder so. Folgst du diesem Weg, so gelangst du zum Schloss von Hiram. Dort sei es dir bestimmt, die Prinzessin zu treffen. Weichst du ab von deinem Vater und wanderst auf dem bekannten Weg, so nutze deine Karte. Die Orte, die du bereits erforscht hast, mögen wie von Geisterhand in der Karte eingezeichnet werden. Drücke Start, um ins. Ja, ist der entsprechende Eule. Dann labert die mir irgendwas, was vom Weg abweichen kann. Dann sagt mir plötzlich eine Eule zu mir, drücke Start, um ins Menü zu kommen. Und Z und R kannst du die Kartenbildschirme hier sehen. Ja, das sagt auch jede Eule zu mir, ne, wenn die mal reden kann. Auf dem Kartenbildschirm findest du außerdem einen Hinweis, welches Ort du als erstes aussuchen solltest. Hast du alles verstanden? Ja, es nervt nicht. So sei es. Setze deinen Weg nun fort. Wir sehen uns wieder. Och ne. Magic. Da hören wir jetzt mal auf die Weisen. Das ist die Karte, okay. Wo sind wir? Oh, ich würde sagen, wir oben. Ach komm, wir rennen jetzt einfach mal irgendwo hin. Ah, wir sind da. Na, das ist leicht. Spring ich noch etwas rum? Mit dem Schwert noch ein bisschen gezückt. Lass uns hier was schön nicht verletzen. So, davor gab ich schon mal Schluss sehen, aber das erkundigen wir erst im nächsten Part. Und mit diesem wunderschönen Sonnenuntergang sage ich oh, Cecil! Mit diesem Sonnenuntergang sage ich noch ciao. Bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss. Ciao.